So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Sergeant Power hier am Start, ja Freunde. Freunde des guten Geschmacks, Assassin's Creed Video Nummer 7. Doch bevor wir weitermachen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army, dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start, Sergeant Power hat ein Video geladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld erlassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, im letzten Video haben wir die kompletten Nebendinger gemacht, die auf der Karte waren. Und jetzt gehen wir natürlich in die Hauptstory über. Legen wir los. So, wir müssen das Büro betreten. So. Gehen wir mal hier rein. Altair, schön euch zu sehen. Und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Ist das alles? Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll das beenden. Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Feind zu verstehen? Ja, und das habe ich erfahren. Tamir beherrscht den Souk al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird von vielen unterstützt. Von Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Souk al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein. Und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Okay. Lasst al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Ich kann ausruhen, bis ich bereit bin, okay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ist er auch noch vorgespult hier? Nachforschung beendet. Ah, schön. Oh, ein Ding haben wir noch. Frei, so. Gut. Checkpoint erreicht. So, wir machen dem Gesuchten jetzt den Gar aus. Meter oder Schritte? Wie ist das gedacht? Ups. Kommt und seht, was ich mit eurem Fuzzi mache. So aus, wie wenn da eine Fahne sein könnte, aber nein, da ist keine. Ich flehe euch an, ich bitte euch, nur eine kleine so. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und ohne. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Hallo. Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen?
Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Okay. Zurück an die Arbeit. Okay. Ich hätte dieses Massaker jetzt eigentlich verhindern können. Findet Frieden. Okay. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle alleine. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Okay, gehen Sie zurück zum Büro des Verbindungsmannes, wenn Sie anonym sind, um Ihre Mission zu beenden. Ja, machen wir doch. Gut. Wow, wo kommt denn der her? Oh, du Arsch! Ich bin untergetaucht. Gut. So, jetzt darf ich gehen. Jetzt darf ich. Jawohl. Außerdem werde ich gesucht.
Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Alter ihr. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Genau, recht hat er. Wie ihr wünscht, Alter ihr. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. 25G. Das Blut, was? Das Blut des korrupten Händlers. Sie haben Tamir, den Schwarzmarkthändler aus Damaskus, erschlagen. Okay. Gut. Attentat beendet. Wow. So, also das heißt, ich habe diese Erinnerung eigentlich auch auf 100% gemacht. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Auch noch? Was ist los, Doc? Miss Dürrmann besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Okay, ich bekomme eine Pause. Schön. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt, heute, Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor, abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte? Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Ach, Babe, zieh dich aus. Der hat sich gerade am Arsch gekrummelt. Jetzt kann ich nicht mehr mit dir reden, oder was? Gar nicht müde? Okay. Von welchem PC hat die gelabert? Von dem hier? Gehen wir doch hin, oder? Nein. Kann nicht reden, hab zu tun. Okay, hier kann ich jetzt ein bisschen gucken. Okay. Was? Nichts zurück in die Arbeit, bitte. Es gibt eine Deadline. PS, warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch, von wem sie ist. Aha. Datum, 3. September, 21.05 Uhr von Lucy Stillman an Warren Vidic, betreff Layla. Sie sagten eben etwas von Enten wie Layla. Was meinten Sie damit? Lucy, mehr steht nicht drin. Okay.
Allgemeine Erinnerung, alle Angestellten von Abstergo Industries dürfen nicht über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. In Zusammenhang mit den laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an den Paragraph 2.15 Ihrer Arbeitsverträge erinnern. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass diese vertraulichen Informationen Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstatten. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparablen Schaden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu beziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieses Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Dementsprechend erklären Sie sich einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung ihrerseits das Recht erhält, einen Straf- oder Unterlassungsbefehl sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu erwürgen. Zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Loyalität. Oh meine Güte. Das ist ja mal richtig geschwollen geschrieben. Okay. So. Toll, legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch, kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ans Laufen zu bringen. Danke. Okay. 2. September, 22.46 Uhr, von Lucy Stillman an Warren Vidic, betreff ihr Stift. Warren, habe heute wieder Ihren Acer's K-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden, dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscode neu zu programmieren. Lucy. Okay. Das war alles. Das war alles. Die hat noch irgendwas von einem PC gelabert, die Kuh. Da gibt's nirgends was hier. Okay. Sonst gibt es hier nichts mehr. Mama, kann ich nochmal mit der Alten reden? So richtig schön auf dem Animus flachlegen. Gar nicht müde? Also ich kann mit der nicht reden. Schade. Hätte ich jetzt gesagt, zieh dich aus, Babe. Leg dich hin. Ich muss mit dir reden. Oh. Okay. Okay. Dann geht er schlafen. Das war der Siegereffekt, oder? Der nächste Morgen. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Und deine Mutter, Junge. Jungs, darf ich erst noch duschen? Mal kurz gucken, was wir hier noch machen können. Kann hier irgendwas? Irgendwie? Ah, sogar Scheißhaus ist Kamera überwacht. Die spinnen doch. Sogar Scheißhaus wird überwacht. Okay, hier kann man nichts machen. Und hier? Kann man auch nichts machen. Tudelüt. Karg eingerichtete Zelle hier. Hier fällt ein gescheiter Fernseher an der Wand. Genau. Hier auf dem Schreibtisch, da fehlt der PC und da fehlt die Xbox und die Möglichkeit, dass er Videos aufnehmen und streamen kann. Und was hier sowieso wichtig, das Wichtigste, was hier fehlt, ist eine Alte, die dieses Zimmer sauber hält. Nein. Fehlt die Alte zu pimpern. Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Wie denn, wenn ich in der Zelle hocke? Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch.
Erbärmlich, wirklich. Sagt er. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Ja, da blinkt uns sein Stift. Ich glaube, an der muss ich irgendwie mal rankommen. Dann, wenn ich den habe, kann ich flüchten. So, jetzt gucken wir mal, ob ich mit der Alten noch reden kann. Ja, warum zieht die aus, Baby? Hoch der Rock und Neiderstock. Legen Sie sich schon hin. Hallo, das ist mein Spruch zur Frau, ey. Ich will mich noch nicht hinlegen. Seitdem sie legt sich mit hin. So, aha. Oh, mal kurz gucken. Die hat doch Hängetitten, oder? Es ändern sich die Zeiten, es ändern sich Spielen die Zeiten. Spielen Sie keine Spielchen, Mr. Miles. Hinlegen. Halt die Schnauze da hinten, sonst brate ich dir deinen Laptop über den Kopf, du Depp. So, legen wir uns hin. So, und zurück in den Animus. So, Fortsetzung. Wenn Sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen Sie deren Sichtkontakt und... Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht, entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Okay. Ich habe wieder was dazu bekommen. Also eine Waffe erhalten, Kurzschwert nach links, neue Fähigkeit erlernen, Condorkill. Sie können im Hof trainieren. Okay. Naja. Gut. Yippie. Schwupp. Autsch, das tut weh. So. Dann gucken wir mal. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja. Machen wir. So. Sollte ein Mann kämpfen. Gut. Endet dein Leben. Gut.
Tutorial verlassen? Yes. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. So. Ich habe das Kampftraining gemacht. Gut. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall hier gehen. So, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist ein Speicherpunkt. So. Ah, lass los. Genau, Lappen. So, genau, wir springen hier runter. Jawohl, und dann hängt sich das Spiel auf. Super! Das ist super. Geil. Mittendrin. Gerade wo man am Spielen ist. Ja, meine Freunde, das heißt, ich muss dann vom letzten Speicherpunkt bis dahin dann wieder spielen. Und dann machen wir auf jeden Fall da dann das nächste Video weiter. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen, schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start, Sergeant Power hat ein Video geladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder den Link in die Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld erlassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. So, meine Freunde, jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer lasst euch nicht ärgern, nicht von den Wanzen beißen, wenn ihr schlafen geht, lasst die Hände über der Bette gespielt, nicht an euch selbst rum, lasst euren Partner, Partnerin machen, alles andere ist durchgelaufen. Ich bin dann raus, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder, macht's gut und bis dann, ciao, ciao.